Jo, alles fit im Schritt. Geht schon wieder gut an. Hallihallöchen und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es ein ganz kurzes, knackiges Video und zwar über das Thema, wie ich mir mit 24 selber den Spagat gelernt habe. Das ist ein ziemlich nischiges Thema und das wird wahrscheinlich einigen da draußen am Hintern vorbeigehen. Aber für diejenigen, die wirklich Bock drauf haben, auch einen Spagat zu lernen, habe ich mir gedacht, könnte das sehr hilfreich sein, weil ich in meinen Augen einen relativ einfachen, unkomplizierten Weg gefunden habe, der für mich funktioniert hat. Wenn ihr kein Interesse daran habt, einen Spagat zu lernen, fragt euch, warum eigentlich nicht? Bleibt trotzdem dabei, weil ich werde natürlich wie immer das eine oder andere interessante Wissensnugget rausstreuen. Also, ohne dass ich da jetzt noch länger herumbabbel, starten wir. Ganz kurz noch vorher, bevor wir dann mit dem starten, wie ich das gemacht habe, beziehungsweise wie ich mich da selber hingedrillt habe, hingelernt habe. Es gibt eine enorme Dehndebatte. Manche sagen, denen ist gut, manche sagen, denen ist komplett sinnlos. Ich verstehe beide Seiten irgendwo. Es gibt für beide Seiten Argumente, die in meinen Augen schlüssig sind. Ich bin mir immer wieder nicht sicher, weil ich mir denke, ist das jetzt, macht jetzt das, was ich glaube, dass das macht? Oder was wir in diesem Video ebenfalls nicht behandeln werden, sind die verschiedensten Arten und Weisen, die es von denen gibt oder was der Unterschied zu mobilisieren ist, etc. Das ist einfach für dieses Video nicht wichtig. Gibt es aber, also falls euch das interessiert, könnt ihr euch da ruhig ein bisschen einlesen. Also wir quatschen nicht über die Arten oder die Wissenschaft dahinter direkt, sondern einfach, was mir dabei geholfen hat, meinen Bewegungsumfang ein bisschen zu erweitern, damit ich das machen kann, was ich machen will, und zwar coole Handstände und besser werden in Handständen, weil ich da einfach eine gewisse Beweglichkeit brauche. Außerdem ist ziemlich cool, was unsere Körper so in der Lage sind zu tun, wenn man mit ihnen einfach ein bisschen arbeitet, wenn man in sie reinhört und wenn man Sachen ausprobiert. Also, was also ein menschlicher Körper hergibt, wenn man versucht und probiert, ist schon ziemlich amazing. Was soll Stretching oder Dehnen eigentlich machen? Im Wesenskern macht Dehnen nichts anderes und auch mobilisieren etc. wie den Bewegungsumfang einfach ein bisschen zu erweitern. Wir Menschen haben einen gewissen Bewegungsumfang, der sich meistens auf das beschränkt, was man im Alltag oder im alltäglichen Leben immer nutzen muss. Diesen Bewegungsumfang merkt sich unser System, unser Körper, und den wird er dann auch beibehalten. Was bedeutet, wenn man sich zu wenig bewegt oder wenn man einfach seinen Bewegungsumfang nie nutzt oder nie ausschöpft, dann wird man sich zunehmend weniger bewegen können oder steifer werden, weil sich der Körper denkt, für was mehr, wenn weniger auch reicht? Und genau gleich ist aber umgekehrt. Wenn der Körper checkt oder wenn das System merkt, oh, wir brauchen mehr Bewegungsumfang, wir müssen in der Lage sein, einen gewissen Bewegungsumfang sicher einzunehmen, dann wird sich der Körper auf das adaptieren und uns auch immer wieder in diesen Bewegungsumfang reinlassen oder auf diesen zugreifen lassen. Das macht im Wesentlichen Dehnen, Stretching, Mobilität, was auch immer, einfach den Bewegungsumfang ausnutzen und sicher eingehen zu können. Wie genau das Ganze funktioniert, ist in diesem Video auch nicht wichtig. Das Einzige, was ihr euch merken könnt und sollt, ist, dass beim Dehnen nichts anderes passiert wie neurologische Adaptionen. Wir lernen unseren Körper und unserem System, einen gewissen Bewegungsumfang sicher einzunehmen. Das hat weniger damit zu tun, dass wir alles auseinanderdehnen und auseinanderstretchen, bis das ein Gummiband ist, was so hin und her schwabbelt. Hin und wieder habe ich echt eine interessante Art und Weise, Sachen zu beschreiben. Naja, bin Österreicherin, don't judge me. Es ist mehr oder weniger einfach das Anlernen, dass ein gewisser Bewegungsumfang in Ordnung ist, den einzunehmen, ohne dass wir uns verletzen. Das
macht graduelles Dehnen. Das könnt ihr selber ganz einfach einmal überprüfen und austesten, indem dass ihr euch gerade hinstellt und versucht, eure Zehenspitzen zu berühren. Wenn ihr dann wieder nach oben geht und dasselbe noch einmal probiert, dann werdet ihr ziemlich sicher feststellen, dass ihr weiter nach unten kommt wie bei eurem ersten Versuch. Das ist keine Magie, sondern das ist einfach was, was sie neurologisch in eurem Hirn umgeknipst hat und checkt hat, oh, ich komme ja weiter runter, ohne mir weh zu tun. Und auf der Basis funktioniert Dehnen. Also der Front Split oder Damenspagat im Deutschen besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten, die wichtig sind, damit man diesen Spagat erreichen kann. Zum einen ist es einmal die Flexibilität vom Hüftbeuger, von dem Bein, das nach hinten geht. Und zum anderen ist es die Beinbeugermuskulatur, also die Hamstrings, von dem Bein, das nach vorne geht. Also die Beweglichkeit davon. Diese zwei Sachen braucht es im Wesentlichen einfach, dass wir in einen Spagat gehen können. Nicht mehr und nicht weniger. Mit dem im Hintergrund ist es dann ziemlich einfach, sich Übungen zu suchen, an denen man sich orientieren kann, damit man diese Flexibilität aufbauen kann. Ich war am Anfang, ich habe mir ja vor einem oder vor zwei Jahren schon gedacht, ich will unbedingt den Spagat lernen, war dann aber sehr verwirrt, weil irgendwie jede Quelle irgendwas anderes gesagt hat und irgendwie da ein Haufen von den Übungen sie akkumuliert hat, wo ich mir gedacht habe, ja, dann dehne ich 10 Stunden am Tag, das kann es ja wohl auch nicht sein. Also meine Go-To-Stretches beschränken sie jetzt wirklich auf ein Minimum und ich habe herausgefunden, dass sie, wenn ich diese Dehnübungen konsequent immer gemacht habe und mich wirklich nur auf diese beschränkt habe, ich die besten Ergebnisse erzielt habe im Vergleich zu, wenn ich 1000 andere Sachen probiert habe. Meine Lieblingsdehnübung für Hip-Flexor-Stretch ist eine Art Low-Lunge. Ich glaube, nennt man das. Verschiedenen Variationen, je nachdem, wie sie das für mich an dem Tag am besten angefühlt hat. Und für meine Hamstrings liebe ich den Runner's Stretch, egal ob kniend oder im Stehen. Für mich war das einfach die beste Möglichkeit oder die beste Übung, Flexibilität in meiner Oberschenkelrückseitenmuskulatur zu generieren. Ganz wichtig bei dieser Übung ist, dass ihr nicht den Rücken oder den unteren Rücken einrundet, sondern immer das Becken nach vorne kippt. Also wirklich schauen, dass ihr mit gerader Brust nach unten zieht und nur so weit nach unten kommt, wie es wirklich in dieser Position möglich ist, ohne den Rücken einzurunden. Ein Schlüsseltipp, der mir dabei extrem geholfen hat, diesen Stretch richtig zu machen, ist zu denken, den Bauchnabel zum Oberschenkel zu bekommen. Also nicht mit der Brust nach vorne, nach unten, sondern mit dem Bauchnabel zum Oberschenkel. Was mir da ebenfalls total geholfen hat, waren Stützpunkte auf der Seite zu haben, weil das ziemlich sicher der Fall sein wird, dass man nicht gleich mit den Händen nach unten kommt, wenn man diese Dehnung richtig macht. Oh Gott, da ist ein Nieser. Und als dritter Stretch, also wir haben einmal Hüftbeuger, einmal Hamstrings und einmal den Split selber, also den Spagat selber. Ich habe lange genug den Fehler gemacht, dass ich mir gedacht habe, ich lerne den Spagat sicher, indem dass ich einfach diverse Dehnübungen probiere und dann aus dem Nichts auf einmal, wenn ich dann einmal probiere, in den Spagat reinfinde, Pustekuchen. Nicht der Fall, ihr müsst, wenn ihr den Spagat lernen wollt, auch regelmäßig im Spagat dehnen. So ist halt zumindest meine Erkenntnis aus dem Ganzen und das hat mir sehr geholfen. Wichtig dabei ist, dass ihr auch hier beginnt mit Stützen auf der Seite, also dass man sie wirklich nicht von Haus aus in den Split begibt und dann einfach versucht, irgendwie da sie zu verrenken und auf den Boden zu kommen, sondern ganz wichtig ist einfach immer gerade zu sitzen mit dem Oberkörper nach oben. Und nicht zu weit nach vorne, sondern gerade, dass die Hüften und alles gesteckt sind. Und dann halt mit Stützpunkten auf den Seiten zu arbeiten und diese Stützpunkte dann halt immer graduell zu minimieren, damit man dann irgendwann satt auf dem Boden aufsitzt. Zur Häufigkeit, was das Dehnen betrifft, kann ich auch sagen, aus eigener Erfahrung, es gibt auch ein zu viel des Guten. Neben dem, dass ich mir gedacht habe, ich brauche eine Vielzahl an Übungen, habe ich mir natürlich auch gedacht, ich muss wirklich, wirklich, wirklich viel dehnen, wenn ich als erwachsener Mensch einen Spagat lernen will.
Was nicht ganz verkehrt ist, man muss wirklich regelmäßig dehnen und die Zeit auch investieren, aber es gibt auch ein zu viel des Guten. Wissenschaftliche Studien belaufen sich irgendwo auf 5 bis 10 Minuten pro Muskelgruppe pro Woche aus ideal für Range of Motion Improvements. Das war dann im Endeffekt auch ein Richtwert, an dem ich mich orientiert habe, wo ich der Meinung bin, dass mir das am meisten geholfen hat, weil, wie ich eingangs schon erwähnt habe, auch Dehnen braucht Zeit, um sie neurologisch zu setzen und um sich zu adaptieren. Das geht nicht von heute auf morgen, also jeder, der von heute auf morgen einen Spagat will oder jemanden das verkauft, als wäre das möglich, hinterfragt diese Quelle noch einmal und geht euren eigenen Weg. Ich habe das Ganze dann wie folgt gemacht. Ich habe nach jedem Unterkörpertraining eine Dehneinheit gemacht, weil da meine Muskeln ohnehin schon warm waren, und vor jedem Handstandtraining eine Dehneinheit, weil das der Grund ist, weshalb ich den Spagat überhaupt haben will oder brauche. Nie zu ausgiebig vor einer Krafttrainingseinheit dehnen, weil das sehr kontraproduktiv ist, weil das von der Stabilität wegnimmt, und wir wollen, wenn wir mit Gewicht trainieren, vor allem wenn wir schwer mit Gewicht trainieren, nichts weniger als Instabilität. Egal, ob das eine instabile Bodenfläche ist oder ob das gedehnte Körperstrukturen sind, wir wollen so viel Spannung und Stabilität erhalten für eine Krafttrainingseinheit. Durch diese Art und Weise habe ich die besten Erfolge gesehen, also kann ich das aus meiner Warte sehr empfehlen. Natürlich ist da jeder individuell und jeder anders. Wenn das für euch leichter ist, das einfach so irgendwie einzubinden, völlig in Ordnung, nur nie vor einer Krafttrainingseinheit zu exzessiv dehnen. Ich habe das Ganze dann immer so gemacht, ich habe 1 Minute meinen linken Hüftbeuger gedehnt, 1 Minute meinen linken Hamstring, 1 Minute meinen rechten Hüftbeuger, 1 Minute meinen rechten Hamstring und dann jeweils 30 Sekunden im Frontsplit links und Frontsplit rechts. Das war im Wesentlichen alles, was ich pro Einheit gemacht habe. Das bringt uns pro Einheit auf 5 Minuten dehnen, und nachdem bin ich nach Hause gegangen, essen. Und das habe ich dann immer on repeat gemacht, bis ich dann irgendwann so weit war, dass ich meinen Spagat erreicht habe, wo ich mich sehr gefreut habe und sehr stolz war und sich das dann wirklich mit der Zeit schon besser anfühlt. Wichtig beim Spagatlernen: es soll unangenehm sein, es soll aber nicht schmerzen. Also es sollte nicht wirklich wehtun, aber es ist unangenehm. Sich einen Spagat zu erschließen ist nicht angenehm, nur dass das mal da nach außen getragen ist. Das war meine Herangehensweise, wie es für mich funktioniert hat, wo ich der Meinung war, dass das ziemlich einfach ist eigentlich. Und zum Abschluss möchte ich noch ein paar Tipps mitgeben, und zwar den Progress immer mit dokumentieren, egal auf welche Art und Weise. Immer versuchen, den Fortschritt immer ein bisschen im Kopf zu behalten, weil man sonst logischerweise keinen Fortschritt machen wird. Das nächste, was ganz wichtig ist, dass man sich dabei im Hinterkopf behält, ist, dass man sich Zeit lassen soll und sie nicht stressen soll. Ich bekomme die Krise, wenn ich YouTube reingehe, und das habe ich selber gemacht, weil ich wollte natürlich auch wissen, wie mache ich jetzt am besten einen Frontsplit. Die Videos, die sagen, den Frontsplit in einer Woche. Das wird nicht funktionieren, vor allem nicht, wenn man sich den gesund erschließen will, ohne sich zu verletzen, sondern das einfach sinnvoll machen will. Also lasst euch Zeit, seid geduldig. Es sind die kleinsten Babyschritte, die euch dann am Ende vom Tag zu dem Ziel bringen, wo ihr hin wollt. Nur müsst ihr halt die kleinen Schritte für euch auch greifbar machen. Deshalb ist Mitdokumentieren so wichtig. Natürlich regelmäßig machen spricht für sich, muss ich glaube ich nicht separat sagen, was ich auch als sehr, sehr wichtig empfinde. Wir Menschen üben immer gerne an dem, wo wir eh schon gut sind, einfach weil das ein bisschen das Ego schmeichelt. Deshalb, wenn man unilaterale Sachen macht, tendiert man auch eher zu seiner guten Seite, weil das halt einfach cool ist, wenn man was besser kann, als wie wenn man was nicht so gut kann. Deshalb
auch beim Spagat immer an eurer schlechteren Seite arbeiten und versuchen, beide Seiten auf ein ähnliches Level zu bekommen. Wir Menschen sind nie komplett symmetrisch, es wird immer eine Seite die bevorzugte Seite sein oder besser funktionieren, aber man soll ungefähr ausgeglichen trainieren oder dehnen, einfach damit eine gewisse Homöostase oder Balance aufrechterhalten bleiben kann, weil der Körper ist ein in sich geschlossenes System. Es funktioniert alles wie im Zahnradsystem. Wenn eins wo klemmt, dann wirkt sich das auf ein anderes aus. Immer versuchen, so ausgeglichen wie möglich zu trainieren und auch zu dehnen. Deshalb beide Seiten gleichermaßen. Und dann habt ihr eigentlich schon ein perfektes, einfaches Paket, wie ihr einen Front Split lernen könnt, so wie es bei mir heute funktioniert hat. Und ich natürlich auch hoffe, dass das bei euch so funktionieren kann. Wenn ihr auf Basis von diesem Video einen Front Split lernt, schickt mir bitte unbedingt eure Ergebnisse oder euren Fortschritt oder markiert es mir, je nachdem, ob ihr das öffentlich teilt oder nicht. Ich würde mich sehr, sehr freuen und wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Lernen neuer Fähigkeiten. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn das Video euch was gebracht hat und wenn es euch gefallen hat, abonniert natürlich meinen Kanal. Ich freue mich, jetzt habe ich meine Kamera verlassen. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der neu dazukommt. Hallihallo an dieser Stelle. Wir sehen uns im nächsten Video. Das nächste Video wird spannend. Ich habe euch auf Instagram gefragt und ihr alle, fast alle, wolltet ein Video zur Pamela Reif und das wird kommen, meine Ansicht von diesem Ganzen. Also abonniert, damit es auf dem aktuellen Stand bleibt und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi!